Willkommen. In diesem Video erfahren Sie Biografisches über Wolfgang Klafki und bekommen einen ersten Einblick in seine Ansätze der kritisch-konstruktiven und bildungstheoretischen Didaktik. Wolfgang Klafki wurde am 1. September 1927 in Ostpreußen geboren. Während seiner vom Nationalsozialismus geprägten Schulzeit war er ein besonders interessierter Schüler. Am Ende des Zweiten Weltkrieges beteiligte er sich am Volkssturm einer deutschen militärischen Formation, die von der NSDAP ausging. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er eine Ausbildung zum Volksschullehrer an der Pädagogischen Hochschule in Hannover. Er arbeitete von 1948 bis 1952 als engagierter Lehrer in Lindhorst und Lürdesfeld bei Hannover. Während seiner Tätigkeit als Lehrer zeichnete er sich besonders durch seinen demokratischen Unterrichtsstil aus. Nach seiner Zeit als Volksschullehrer absolvierte er ein Studium in Göttingen bei Erich Weniger und in Bonn bei Theodor Litt. Anschließend arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent in Münster und Hannover. Er lehrte danach als Universitätsprofessor knapp 30 Jahre, von 1963 bis 1992, an der Philipps-Universität in Marburg. Wolfgang Klafki hatte starken Einfluss auf die Bildungsreformdebatte der 1970er Jahre und somit auf viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die seine Theorie rezipierten. Mit Wolfgang Kramp prägte er maßgeblich die bildungstheoretische Didaktik, die auf Ansätzen der geisteswissenschaftlichen Pädagogik unter anderem nach Kant basiert. Den Bildungsbegriff setzt er dabei, in Anschluss an Kant, mit der Bedeutung gleich, dass jeder Mensch selbst fähig ist, sich selbst zu bestimmen. Klafki beschäftigte sich seit den 50er Jahren mit dem Widerspruch zwischen materialen Bildungsinhalten und formalem Verhalten und deren Bildungskonzepte. Mit diesem setzte er sich historisch systematisch auseinander und versuchte, beide Theorien miteinander durch die kategoriale Bildung zu verbinden. Nur wenn ein Bildungsinhalt einen gegenständlichen Wert und ein Bildungsgehalt einen formalen Wert hat, gibt es nach Klafki eine begründete Auswahl dieses Inhalts. Nicht jeder Bildungsinhalt hat, so Klafki, auch gleichzeitig Bildungsgehalt. Um den Gehalt eines Inhalts festzustellen, entwickelte Klafki Auswahlprinzipien. Darüber hinaus formuliert er 5 didaktische Grundfragen, die als didaktische Analyse bezeichnet werden. Diese didaktische Analyse soll sich jede Lehrerin und jeder Lehrer bei der Vorbereitung des Unterrichts stellen. Die erste Frage, die die exemplarische Bedeutung des Inhalts behandelt, lautet: Auf welchen allgemeinen Sachverhalt, welches allgemeine Problem lässt der spezifische Inhalt schließen? Die zweite Frage, die sich der Gegenwartsbedeutung des Unterrichtsinhalts widmet, lautet: Welche Bedeutung hat der betreffende Inhalt im Leben der Schülerinnen und Schüler? Welche Bedeutung soll er, vom pädagogischen Gesichtspunkt aus gesehen, darin haben? Die dritte Frage zur Klärung der Zukunftsbedeutung des Inhalts lautet: Worin liegt die Bedeutung des Themas für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler? Die Struktur des Inhalts soll mit der vierten Frage geklärt werden. Diese lautet: Welches ist die Struktur des Inhalts? Die letzte und fünfte Frage zur Vorbereitung des Unterrichtsinhalts klärt die Zugänglichkeit. Die Frage lautet: Welches sind die besonderen Fälle, Phänomene, Situationen, Versuche, in oder an denen die Struktur des jeweiligen Inhalts den Kindern dieser Bildungsstufen, dieser Klasse, interessant, fragwürdig, zugänglich, begreiflich und anschaulich werden kann? Klafkis kritisch-konstruktive Didaktik wurde breit rezipiert, vor allem weil es Klafki gelang, immer wieder alternative Ansätze in seine Didaktik einzubinden. Wolfgang Klafki erarbeitete eine kritisch-konstruktive Didaktik. Er setzte sich seit den 50er Jahren mit dem Widerspruch zwischen materialen Bildungsgehalten und formalem Verhalten und deren Bildungskonzepte auseinander.
Innerhalb seiner Didaktik formulierte er Auswahlprinzipien zur Entscheidung über den Inhalt des Unterrichts. Für die Vorbereitung des Unterrichts erarbeitete er 5 Grundfragen, die sogenannte didaktische Analyse. Diese Analyse soll zur Vorbereitung des Inhalts des Unterrichts dienen und den Wert des Inhalts klären. Klafki schlägt in der Analyse 5 Fragen vor, die sich die Lehrerin bzw. der Lehrer in der Unterrichtsvorbereitung stellen soll. Diese Fragen decken 5 Aspekte des Werts des Inhalts ab. Diese Aspekte sind die exemplarische Bedeutung, die Gegenwartsbedeutung, die Zukunftsbedeutung, die Struktur des Inhalts und die Zugänglichkeit des Inhalts. Zusammenfassend ist zu sagen, dass Wolfgang Klafki Zeit seines Lebens versucht hat, die verschiedensten Ansätze in seine kritisch-konstruktive Didaktik einzubauen. Das ist vermutlich ein Grund, warum Klafki so breit rezipiert wurde und heute noch wird.